Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich habe heute einen Buchtag für euch. Und zwar ist das der You're Not Good Enough Booktag oder auch Du bist nicht gut genug Buchtag. Und den werde ich heute mit Ramona beantworten. Hallo! Die kennt ihr ja vielleicht schon aus unseren gemeinsamen Episoden rund um das Thema Krimis, haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Ja, und ich glaube, Reihenvorstellung von Fantasy-Bücher. Ja, genau. Also daher könntet ihr sie schon kennen. Und wir beantworten diese Fragen zusammen, weil das einfach hervorragend zum Diskutieren ist. Vom Prinzip her ist es nämlich so, dass wir hier gerade ein kleines Ziehglas, also ja. ein Glas mit Losen drin haben. Und auf diesen Losen stehen Charaktere, insgesamt ein bisschen über 13 Paare. Und die werden natürlich jetzt bunt durchgemischt. Und wir haben hier 13 Fragen. Der Ursprungstag hat 15 Fragen. Wir haben jetzt aber, ehrlich gesagt, mussten wir irgendwo ja auch Charaktere finden, die dann wir beide kennen und die vielleicht ihr auch kennt. Und deswegen haben wir zwei, die wir auch nicht so gut fanden, als Fragen gestrichen. Ich habe das jetzt aus dem Englischen einfach mal übersetzt und hoffe, dass das einigermaßen gelungen ist. Da geht es halt darum, dass wir eben jetzt gleich verschiedene Fragen vorlesen und dann eben Lose ziehen. Und diese Lose, da stehen dann Charaktere drauf und dann werden wir anfangen zu diskutieren, welcher halt besser für diese Aufgabenstellung sozusagen geeignet ist von den Charakteren und welcher... Oder wer rausfliegt. Naja, schauen wir mal. Genau. Dann fange ich mal an mit der Frage 1. Beide wollen dich töten. Welchen dieser Charaktere würdest du zuerst umbringen, damit du eine höhere Überlebenschance hast? Na, dann schauen wir mal, wen ich da... Soll ich gleich vorlesen, ja. Wen ich habe? Ja. Na, wen habe ich? Ich habe Bella aus der Twilight-Reihe von Stephanie Meyer. Ja. Soll ich den zweiten ziehen, genau, du ziehst den zweiten. Lies mal vor. Mal sehen, wen wir jetzt noch töten. Oh, Katniss, die Tribute von Panem. Oh mein Gott, ja, da ist klar, oder? Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall vorher Katniss töten, weil die ist einfach zu krass. Ja. Ne? Also Bella, tut mir leid, Bella, aber... Ja, die freut sich doch. Dann ist sie doch nicht die Erste, die sterben muss, so. Ja, aber ich kann sie jetzt auch als Gegner so nicht so richtig ernst nehmen. Nee, ne? Also nicht so. Es sei denn, Edward lauert hinter irgendeiner Ecke und will sie rächen oder so. Ja, also ich glaube, wir müssen da erstmal versuchen, Katniss aus dem Weg zu räumen. Definitiv, ja. Also das war einfach, das... Frage Nummer 2. Du machst bei der TV-Show Bachelor oder eben Bachelorette mit und diese beiden Charaktere sind noch übrig. Wem gibst du deine letzte Rose? Also wen wählst du als deinen Partner aus? Na, mal sehen, wen ich da ziehe. Ich habe Jacob aus der Twilight-Reihe von Stephanie Meyer. Also ich habe echt ein Händchen für diese Reihe anscheinend. Scheint sie magnetisch anzuziehen. Und wen habe ich hier? Ah, Lotti, das Kindermädchen aus der Silbertrilogie von Kerstin Gier. Dazu ganz kurz, das ist ja so eine, also, ich weiß auch nicht, das war irgendwie so eine, mindestens eine Bayerin, vielleicht auch eine Österreicherin, das weiß ich nicht mehr so genau. Und das war so eine richtig, so eine zünftige, so, ja, aber auch eine super herzliche Kinderfrau. Und ich kann mich erinnern, dass die da so ein bisschen der Mutterersatz war, beziehungsweise halt ein Fixpunkt auch in deren Leben irgendwie. Also die Charaktere können unterschiedlicher eigentlich nicht sein. Nee. Wen gibt man da die Rose? Ja, weiß nicht, Jacob ist halt heiß. Aber der ist halt auch so fürchterlich jung irgendwie, ne? So. Ja, also irgendwie... Also im Grunde, was die Twilight-Serie angeht, fand ich ja Jacob... Also den fand ich ja eigentlich cooler als Edward, weil der hatte irgendwie Charakter. Tut mir leid, aber Edward war mir echt ein bisschen zu blöd. Ja. Und grundsätzlich finde ich den ja eigentlich schon ganz... Also er hat mir auch echt leid getan. So. Ja. Weil ich hatte immer das Gefühl, das ist immer so das fünfte Rad am Wagen und er tat mir ist echt leid. Ist ja kein Problem, er hatte die Tochter bekommen. Ja, nee. Nein, das ist... Naja, gut, will schon Bella. Ja. Trotzdem, also... Ja... Das Problem ist, dass die beide so nett sind. Also, ja, ne? Also Jacob ist ja auch so der Freund-Typ gewesen irgendwie und das fand ich auch, glaube ich, am... attraktivsten an ihm so, dass man einfach gute Zeit mit ihm verbringen kann. Ja, so vom... Halt super herzlich. Aber vom Sexappeal. Jacob, ich glaube, müssen wir Jacob nehmen. Ich glaube auch. Ja, Jacob. Du, von uns kriegst du die Rose. Wenn du die schon von Bella nicht bekommst, bekommst du von uns die Rose. So.
So, die nächste Frage. Du wurdest zu den Hungerspielen ausgewählt. Ja, Katniss ist schon weg. Welcher dieser Charaktere würde sich am ehesten freiwillig an deiner Stelle melden? Na, schauen wir doch mal. Cinder aus den Luna-Chroniken von Marissa Meyer. Oh, das könnte ich mir gut vorstellen. Nimm mal hier. Weiß nicht. Und wen haben wir jetzt? Das ist Cassie aus der 5. Welle-Trilogie von Rick Yancey. Oh, ich glaube beide. Oh, das ist ja... Ja, aber Cassie glaube ich nur, wenn man mit ihr verwandt wäre. Genau. Aber sie hat ja viel für ihren Bruder getan. Ja. Also tatsächlich, ja... Sie ist schon so eine krasse irgendwie Beschützerin, genau. Also ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie einen beschützen möchte. Aber andererseits, Cinder ist halt einfach so nett. Ja. Also ich glaube... Sie ist halt nicht nur selektiv nett, die ist einfach insgesamt nett. Grundsätzlich. Ja. Deswegen, ich glaube auch Cinder. Ich glaube eher Cinder, ja. Gut, wir sind uns einig. Sehr gut. Frage Nummer 4. Du bist auf einer einsamen Insel gestrandet. Welchen dieser Charaktere würdest du essen? Essen? Ja, damit du selber länger überlebst. Okay, alles klar. Das ist eine sehr schöne Frage. Oh, Bobby Dollar. Bobby Dollar aus der Bobby Dollar-Reihe von Ted Williams. Ah ja. Ich weiß nicht, ob ich den essen möchte. Er würde dich nicht lassen wahrscheinlich. Und wir haben noch Four aus der Bestimmungsreihe von Veronica Roth. Oh Gott. Das sind beide so knallharte Typen, ja. Ja, aber ich meine, Bobby Dollar kann ja im Grunde nicht sterben. Also wenn wir ihn essen würden, dann wird er doch wieder zurückkommen, oder? Er ist ja schon ein Engel. Ja. Ja, ja, ja. Also egal, was hier mit seinem Körper passiert, grundsätzlich. Ja, hervorragend. Kommt er doch eigentlich wieder, oder? Also, und Four hätten wir dann halt an unserer Seite noch. Mhm. Ja, wir essen den Bobby. Wir essen den Bobby und behalten den Four. Ich finde das gut. Also, oh mein Gott. Guck mal, damit haben wir auch niemanden wehgetan. Das war auch eine voll lustige, also ich finde es gerade richtig lustig, wie sich das alles so zusammenfügt, ehrlich gesagt. Naja. Frage Nummer 5. Du bist der neue DC oder Marvel Superheld, natürlich mit deiner eigenen TV-Show. Wer ist dein Helfer bzw. Sidekick? Na, schauen wir mal. Boah, nicht zwei auf einmal. Growth. Growth von die Königsmörder-Chroniken von Patrick Rathfuss. Oh. Ja, ein kleines. Und du hast... Ich habe, wo ist es? Peter Grant aus der Constable Peter Grant-Reihe von Ben Aronovich. Oh, so, ich hätte gerne beide. Die Frage wäre Sidekick. Oh, oha. Also Quoth kann halt super viel, ne? So, Quoth ist echt schon cool. Der ist mit allen Wassern gewaschen so und hat, glaube ich, hat der Zaubersprüche. Der kann auch Zauber, ja. Der kann ja Sachen binden mit seiner... Ja, Magie nicht. Also das ist ja alles relativ logisch erklärt, wie die Magie da funktioniert. Aber im Grunde, der ist ja auch echt intelligent, der Typ. Und der hat sich auch super durchgeschlagen. Und er kann verdammt gut Geschichten erzählen. Ja, und natürlich auch gut auf seiner Gitarre ist es ja nicht. Ukulele oder so. Ja, kann er ja super drauf spielen. Ja, ja, der Peter Grant wiederum ist natürlich einfach eine coole Socke, ne? Mhm. Also... Er ist ja Polizist, dann ist er auch noch Magier, dann ist er irgendwie mega witzig. Ah, ja. Das ist echt schwierig, finde ich, weil die beiden. Kann beide, ich halt beide nehmen? Am schönsten, ja. Ist aber auch eine interessante Kombi eigentlich. Die Frage ist, wer könnte sich unterordnen, weil er wäre dann ja nur der Sidekick. Ja, also Quoth musste sich ja quasi sein ganzes Leben eigentlich unterordnen. Der hat ja auch auf der Straße gelebt und war ja eigentlich eher so ein Straßenkind und hat sich dann ja erst so in diese Universität hoch. Ich glaube fast, dass der Peter sich nicht so gut unterordnet. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, er wäre eher der Marvel-Superheld. Ja, genau. Und wäre nicht der Würde sich immer so in den Vordergrund so drängen. Also dann nehmen wir Quoth. Wir nehmen Quoth. Frage Nummer 6. Du bist der Geschäftsführer eines aufstrebenden Unternehmens. Wen würdest du feuern, weil er oder sie nicht kommunikationsfähig ist? Oh, da bin ich gespannt. Alice aus der Twilight-Reihe von Stephanie Meyer. Sag mal, was ist denn da los? Glaube ich irgendwie. Bist du Fan? Anscheinend. Ich habe Hermine von Harry Potter, von J.K. Rowling. das ist blöd, weil ich habe das Gefühl, die sind beide kommunikativ. Ja, hätte ich jetzt sehr. Auch gesagt. Verdammt, das gibt's doch nicht. Wir können euch beide nicht rausschmeißen. Also, Also Alice ist ja aufgeschlossen und freundlich. Also ich glaube nicht, dass Hermine jemals irgendwo gefeuert werden würde. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber was kann denn Alice falsch gemacht haben? Was stimmt nicht an ihrer Kommunikation? Kommunikationsfähig ist halt echt, also... Höchstens, dass sie irgendwas Schlimmes in der Zukunft gesehen hat und das einem nicht verrät oder so.
Aber ah, damit sie, ja gut. Weil sie mehr zu ihrer Vision. Familie hält und ja, mein, ja, zum Beispiel. Ist wichtiger als die Arbeit. Ja. Meinst du das? Ja, ich ja, glaube. Ja, gut, und davon unabhängig, dass sie da, glaube ich, irgendwie nicht einen Tag im Leben den Finger gerührt haben, was total ja, unrealistisch ist, aber wir feuern Alice, oder? Wir feuern Alice, weil Hermine, das geht nicht. Nee. Hermine würde das, glaube ich, nicht. Die ist zu strebsam, das ist. Geht nicht. Frage Nummer 7. Du hast gerade ein Buch beendet, in dem dein Lieblingscharakter gestorben ist. Welcher dieser beiden Charaktere würde dich am ehesten trösten? Ah, okay. Also der ist nicht selber gestorben, das ist ja schon mal. Auri, die Königsmörder-Chroniken von Patrick Rothfuss. Ja. Und ich habe Ron aus Harry Potter von J.K. Rowling. Oh, die würden einen unterschiedlich trösten. Also Ron würde es mit Witzen versuchen und würde einen versuchen, irgendwie mit, ja, mit Dämlichkeiten irgendwie aufzuheitern. Ja. Und Auri ist halt einfach von der so eine sanfte, ne? Person schon so beruhigend, würde ich sagen, weil sie in ihrer eigenen Welt lebt und so. Ich finde diesen Charakter so unglaublich toll. Mhm. Sie ist halt so, wenn man das Buch liest und sie wohnt halt alleine im Unterding und hat sich ihre eigene Welt unterhalb der Universität geschaffen und sie ist halt so, ich sag mal, fast so ein magisches Wesen. Alles, was sie macht, hat irgendwie, ja, bekommt so einen Fluss irgendwie. Also es gibt auch ein eigenes Buch über sie und da wird ellenlang erzählt, wie sie Kerzen herstellt. Aha. Das hat dann irgendwas Meditatives plötzlich. Ja, ja, ja. Ich finde sie, ich glaube, sie ist einfach so schon beruhigend. Das hat sie eigentlich ganz gut. Weiß gar nicht. Ja, Ron trifft manchmal auch nicht so ganz genau, den richtigen Ton. Könnte eigentlich auch einfach der falsche Humor sein, der gerade überhaupt nicht passt. Ja, ja, ja. Ja, dann lass uns doch vielleicht die Auri nehmen. Ich glaube, ja, Auri. Auri kann einen bestimmt gut trösten. Dann Frage 8. Igitt, es ist Schulzeit. Wer wäre in der coolen, beliebten Clique? Oh. So, ich habe Amy aus Gone Girl. Oh mein Gott. Von Flynn. Ich glaube, das sind zwei. Ah, okay. Hier. Day aus der Legend-Reihe von Mary Lou. Also wenn der nicht in der beliebten Clique ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Also die Amy ist halt so super durchtrieben. Sie könnte sich da reingeschlichen haben. Sie könnte, also die würde schon den Schein wahren, aber ich glaube, irgendwann merkt die coole Clique das dann auch und würde sie wahrscheinlich wieder rausschmeißen so. Mhm. Dass sie halt echt das faustdick hinter den Ohren hat. Ja, Day muss da ja, eigentlich. Das ist so eine coole Socke irgendwie. Der, weiß ich nicht, der wickelt ja irgendwie alle um seinen Finger und hat halt super viel Charisma und ich glaube, das passt am besten. Ich glaube auch. Doch. Doch. Perfekt. Dann die 9. Frage. Es ist dein Geburtstag. Wer wäre so dreist, ihn zu vergessen? Oh. Hm. Ja, mal schauen. Ich habe hier America aus der Selection-Reihe von Kira Kess. Mhm. Mhm. Und ich habe das Bocker, die Schwiegermutter aus der Silbertrilogie von Kerstin Gier. Ja. Die ist halt sehr in ihrer eigenen Welt und immer auf sich selbst bedacht. Deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie das sehr schnell vergisst. Ja, also ich glaube mal, vielleicht ist es ihr dann auch nicht so wichtig. Mhm. Ist sie ja nicht selber. Ja. Ja, und America ist eigentlich total lieb. Also klar, die könnte auch ein bisschen, also sie ist ja manchmal eher so ein bisschen tollpatschig, verplant. Aber im Grunde, ich glaube nicht, ich glaube, sie ist so. So bei so wichtigen Sachen. Also, das ist ja schon wichtig. Ja, das ist so, also ich glaube auch schon, ja, dann ist ja relativ klar, dann ist es die Schwiegermutti. Das Bocker. Na. Frage Nummer 10. Übernachtungsparty. Leider kannst du nur eine Person einladen, nämlich. Oh, Pyjama-Party. wir haben Voldemort von Harry Potter. Ich weiß es nicht. Und wir haben. Oh! Noch einmal Harry Potter. Oh. Harry aus Harry Potter. Also Voldemort oder Harry? ich weiß gar nicht, wie soll ich mich entscheiden? Ja, also kann man glaube ich nicht drüber reden, ne? Okay, Harry, du bist dabei. Bring dein Pyjama mit. Wir machen uns einen schönen Abend. Vielleicht können wir ja einen Filmemarathon machen, so Harry Potter 1 bis 8. Vielleicht kommt zufällig Voldemort auch noch vorbei. Man weiß es bei Harry ja nicht so. Vielleicht hat er den auch noch eingeladen. Stimmt, der ist bestimmt im Gepäck so. Frage 11, sehr gut. Bam, du bist schwanger. Wer ist der Vater oder die Mutter? Finde ich auch eine gute Frage. Aber stand so im Original. Ich habe nicht übersetzt.
Okay, Dumbledore aus Harry Potter. Jetzt kommen die ganzen Harry Potter Charaktere. Ja, ich... Und wer ist das? Ja, sehr schön. Snape von Harry Potter, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, davon haben wir ein paar mehr ausgewählt. So, wer hat dich geschwängert? Dumbledore oder Snape? Boah, ist das richtig widerlich. Das ist beides nicht schön. Aber ich glaube, tatsächlich ist mir Dumbledore doch ein bisschen zu alt, ne? Also... Nee, hättest du gesagt, ich hätte jetzt gesagt, lieber den Dumbledore, weil der ist halt so auch eine Vaterfigur. Also der wird es ja, halt gut machen, wenn es da ist. So. Aber mir tat auch, also ich fand ja Snape als Charakter immer so ich, vor allem in den jungen Jahren. Wir sagen mal, Snape in den jungen Jahren? Ja? Ja. Okay. Ja, okay. Ja. Dann geht es doch wieder. Ich meine, der kam ja dann auch in den Büchern vor, das in stimmt. jungen Jahren. Und im Grunde, er tat mir da auch so leid. Und ich fand ihn eigentlich, ich dachte die ganze Zeit so, Mensch, der ist doch eigentlich ein total lieber Kerl. Der ist ja auch tief missverstanden. Ja. Ja. Also, so ja. Snape in den jungen Jahren, da hätte noch alles anders werden können. Oh. Soll, ich dir, soll ich dir Auri vorbeischicken? Auri, ja. Dann ist ja keiner gestorben. Ja, das stimmt. Also, gerade. Frage 12. Und die zweitletzte Frage sogar schon. Du hast gerade eine super wichtige Nachricht versendet. Wer würde sie zwar lesen, aber nicht antworten? Oh, das ist traurig. Triss, die Bestimmungsreihe von Veronica Ross. Na? Und? Jenny Matthews aus der Bestimmungsreihe von Veronica Ross. Ich fühle mich wie so bei so einer Preisverleihung. Also ich würde fast sagen, die Triss, bei der könnte ich mir das halt vorstellen, weil die immer so mit ihren eigenen Sachen irgendwie beschäftigt ist und immer irgendwie die Welt retten muss und hat man halt keine Zeit zurückzuschreiben. So. Also ich glaube, das würde sie auch gerne mal ignorieren, weil die ja doch eher so ein bisschen impulsiv ist. Ja. Wobei... Und die Jenny Matthews ist ja eher so ein bisschen logisch und verlässlich, auch wenn sie jetzt der Bösewicht ist im Grunde. Das stimmt schon. Das könnten irgendwie beide auch vergessen. Also... haben wir beide gerade wichtige Sachen ja, zu tun. Das stimmt. Aber gegeneinander kämpfen zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Das ist auch viel wichtiger, als an Geburtstag zu denken. Ja, also, doch. Ja, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, Triss ist auch mit sich selber so beschäftigt auch. Ja. Also so, was ist denn ein Geburtstag? Geburtstag kenne ich gar nicht. Eine super wichtige Nachricht. Ach so, gelesen, aber nicht geantwortet. Ah, ja, gut. Ja. Genau, wie gesagt, die ist ja immer zwischen Training und irgendwie Weltretten unterwegs, deswegen. Wer würde das auch nicht lesen, ja. Ja, gelesen schon, aber nicht antworten quasi. Ach so. Hm. Ja. 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 Ich hätte jetzt auch gesagt, wahrscheinlich die Triss. Aber der hat dann überhaupt auch nicht irgendwie das dann böse gemeint so. Nee. Die antwortet dann aber vielleicht antwortet die 2 Monate später. Ja, Mensch. Ja. So früh. Und die letzte Frage für heute. Du bist gerade aufgewacht und es ist Zeit fürs Frühstück. Leider wurde deine Mutter ersetzt. Durch wen? Aha. Jetzt bin ich gespannt. Na, schauen wir mal. Wer ist denn überhaupt noch über? Prinz Maxon von der Selection-Reihe von Kira Kess. Ach, schön. Und ich habe... Peter aus Die Tribute von Panem von Suzanne Collins. Na, er, also, oder? Ja, Peter, natürlich. Der hat wahrscheinlich schon Brötchen gebacken. Na, das wäre doch... Also, das hoffe ich doch. Das riecht dann schon da schön... Nach Hefe. Das wäre ein Traum. Ja. Also, tut mir leid, Maxim, ich nehme dich auch so gerne, aber als Mutterersatz dann doch lieber den Peter. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Oh Mann. Ja, vielleicht können wir ja so eine kleine Bonusfrage machen, weil wir noch, glaube ich, im Prinzip wir haben noch Zettelchen, ne? Ja, 2, glaube ich. Oder? Okay. Vielleicht stellen wir uns einfach so eine Frage wie, wen mögen wir davon lieber als Charakter? Okay, gut. Fangen wir an. Oh, ich habe echt Glück damit, ne? Na? Okay, nee, ich habe Königin Levana aus den Luna-Chroniken von Marissa Meyer. Und ich habe Flavia de Luz aus der Flavia de Luz-Reihe von Alan Bradley. Nee, das ist jetzt aber nicht schwer, wie man das da lieber mag, schwer. Oder? Ja. Also im Grunde... Flavia ist halt super. Ja, also sie ist ein super cooles Mädchen, die einfach auch... echt intelligent ist. Ja. Also, die ist echt clever, super. Nett, pfiffig. Und man fiebert irgendwie mit ihr mit. Und Königin Levana ist halt wirklich ein Bösewicht, ne? Wie er im Buche steht. So. Ja, also das war eigentlich jetzt so die perfekte Kombination. Das war jetzt nicht schwierig. Das war echt wobei Königin Levana, die meint das bestimmt auch nicht so. Naja.
Weiß man nicht. Ich glaube, es gab sogar eine Art Vorgeschichte oder so zu ihr, bin ich der Meinung. Ach so. Aber ich weiß gar nicht, das war irgend so eine Kurzgeschichte oder halt irgendwie so eine Novelle oder so, habe ich mal gehört, aber ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Soll, ich glaube, da sind mehrere von der Reihe rausgekommen. Ich meine sogar irgendeins gelesen zu haben. Mhm. So kleinere Geschichten. Ich glaube, zu jedem Band gab es auch eine, ja, das kann sein. Eine Novelle oder so. Ja. Muss ich nochmal nachverfolgen. Ja, also ich fand es auf jeden Fall echt spaßig. Ich fand, es waren echt sehr skurrile Paarungen teilweise. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne diesen Tag auch machen. Würde mich freuen, wenn ihr mich dann verlinkt. Ich schreibe auf jeden Fall in meinen Beitrag nochmal, weiß jetzt nämlich nicht gerade auswendig, von wem dieser Tag ursprünglich kam. Das war ein YouTube-Video, was ich gesehen habe. Und ja, wie gesagt, jeder, der möchte, kann gerne mitmachen. Ihr könnt auch gerne darüber sprechen, was wir so, ob wir die richtige Entscheidung getroffen haben oder ob ihr irgendwo anders entschieden hättet. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal, genau, mit Ramona oder auch vielleicht ohne. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.